Eva, das ist der Carlos. Und wir haben uns beschäftigt mit Jugendlichen einen Tag, wie man reagieren kann auf eine verletzende Sprache. Und weil wir beide Grafiker sind, haben wir uns überlegt, ob wir etwas mit Schrift machen wollen. Also nicht zurückreden in dem Sinn, aber eigentlich dann doch wieder zurückreden, nämlich mit einer Visitkarte. Oder Calling Card. Oder auf Englisch heißt es Calling Card. Und wir haben uns überlegt, welche Sprüche man auf eine Visitkarte drucken könnte, also die man dann rausholen kann, wenn man in einer Situation ist, wo man eigentlich verletzt wird, wo jemand einem einen Blödsinn sagt, der einem wehtut, und wo man eigentlich diese Karte rausziehen könnte, ohne dass man was sagen muss, kann man ihm die Karte geben und sagen, hey, das war nicht in Ordnung. Und das haben wir dann mit den Jugendlichen besprochen und die haben sich drei Sätze überlegt, die wir dann gedruckt haben mit einer Druckmaschine, mit einer alten Bleisatzdruckmaschine, wo man jeden Buchstaben einzeln setzen muss. Man kann das aber auch kopieren oder man kann das auch selber auf eine Karte zeichnen, wenn man Lust hat. Wir haben dann auch Stempel noch entwickelt und Symbole drauf gestempelt auf diese Visitkarten, damit es noch ein bisschen eindrücklicher ist. Und ja, wie das ausschaut, können wir euch kurz zeigen. Zum Beispiel das. Tienes que acercarlo más. ¿Sacarlo más? Acercarlo más. Ah, okay. Tú auch. Ja, der kollektivste Spruch war: Sprich's in den Sackerl, ich hör's mir später an. Und mit einem Unlike als Zeichen. Und warum Bleisatz war einfach, weil wir diese kleine Karte viel Wert geben wollen, weil es geht eigentlich auch um Repräsentation, und es war einfach wichtig, dass diese Visitkarten als Teil der bürgerlichen Gesellschaft, das heißt, dass ich bin etwas, ich repräsentiere etwas, weitergegeben wird mit diesem Gewicht, und deswegen wollten wir mit dem Bleisatz, mit jeder einzelnen Buchstabe dieser Karte ein Gewicht geben. Und klar, das einzige Wichtige wäre, wenn man sie andersartig reproduziert, dass man immer im Hintergrund das hat, das einfach repräsentativ sein soll. Ein schönes Papier, eine schöne Schrift, eine schöne Visitkarte. Sozusagen, Visitenkarten besitzen ja eigentlich immer eher sozusagen, wie sagt man, die reicheren oder die mächtigeren. Die so das normale Volk hat eigentlich nie eine Visitkarte, und wir wollten einfach uns überlegen, was eine Visitkarte eben noch kann, außer dich selbst zu repräsentieren. Aber da auch die Tatsache, dass das Mächtige oder Bürgerliche, die oft sich als antirassistisch glauben, zum Beispiel nicht merken, dass sie in diesen dass sie auch reproduzieren Rassismen, auch wenn sie nicht, wenn sie glauben, dass sie auch eigentlich, wenn sie keine Schimpfworte verwenden oder so. Ja. Aber, ja. Und auf die Idee gekommen sind wir, weil es eigentlich eine Künstlerin schon vor sicher 20 Jahren mal gemacht hat. Die heißt Adrian Piper und hat eben so Visitkarten erfunden, wo sie einen eigenen Text draufgeschrieben hat, der sozusagen der Person ziemlich klar sagt, dass sie rassistisch gehandelt hat und dass sie das nicht okay findet. Aber weil sie ständig mit Rassismus konfrontiert ist und weil ihr das schon so langweilig war, ständig immer dasselbe zu sagen, hat sie diese Karte erfunden und hat gedacht, bitte nimm die Karte, ich bin nicht deine Lehrerin, aber lern selber, glaube ich. Ja, es ist eben eine Antwort, so, wenn ich da im Katalog
Mistaken Identities lesse, ist eine Antwort auf Rassismus, Klasse und Geschlecht, Vorurteile, die reproduziert werden. Die Jugendlichen, glaube ich, war für die Jugendlichen war ein bisschen ein fremdes Ding, eine Visitkarte, war mein Gefühl. Und sie haben schon sehr aktiv teilgenommen, aber eigentlich nicht, während vielleicht Adrian Piper in ihre, als Künstlerin in ihre bürgerliche Welt Visitkarten mehr verwendet, habe ich gelernt, dass das für die Jugendlichen die Visitkarte doch ein bisschen was Fremdes war. Und sie haben dann eigentlich die Visitkarte gar nicht so verwendet, um zurückzureden oder jemanden zu attackieren, sondern sie haben eigentlich, wir haben dann einen sehr schönen Satz, hat ein Jugendlicher ausgesucht, der ist von Muhammad Ali. Ich glaube, er ist ein bisschen abgewandelt. Fliege, oder ich glaube, heißt Fliege wie ein Schmetterling, Stich wie eine Biene. Und die haben das dann eben eher dazu verwendet, sich selbst zu stärken, was genau. Auch eine... In dem Sinne haben sie die Rolle von dieser Visitkarte von der Adrian Piper umgedreht. Und zwar, die Repräsentation ist unter sich selber, um sich zu stärken. Ja, um sich selbst zu repräsentieren und nicht sozusagen jemanden anderen zurückzugeben. Um sich zu solidarisieren miteinander. Genau, was auch eine gute Idee war. Aber das war eine Überraschung, ja.